Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession nach einer etwas längeren Aufnahmepause zu 7 Days to Die. Ich habe auch gerade ehrlich gesagt keine Zeit mehr, um zu gucken, was ich alles gemacht habe. Ich habe nämlich die letzte Folge nicht mehr richtig angeguckt, beziehungsweise habe ich getan, aber ich habe ja nachts noch ein bisschen was gemacht. Ich habe total vergessen, dass nachts ja, anscheinend habe ich Steinäxte gecraftet. Ich habe ja total vergessen, dass nachts gar keine Horden mehr kommen können. Weil es ja Tag 7 ist, so gut wie Tag 7 und also zumindest ansteht. So. Okay, was muss ich machen? Ich muss auf jeden Fall Spikes setzen. Und ich glaube nicht, dass ich mit 80 Spikes weit komme. Das heißt, ich werde mir jetzt nochmal... ja, 7 Spikes herstellen. Besser so als gar nicht. Und ich hatte echt gehofft, dass ich hier... ein paar Bäume schon fällen kann jetzt. Aber anscheinend ist dem nicht so. Okay. Na, macht nichts. Macht nichts. Achso, was habe ich gemacht? Ich habe das hier alles dreifach verkleidet quasi. Also in einer Dreierhöhe hochgezogen. Einmal durchs ganze Haus und habe hier auch Doppelsäulen gemacht und habe festgestellt. Ja? Was kann ich denn da reparieren, bitte? Keine Ahnung, was das war. Habe hier festgestellt, dass ich da verdammt schlecht rausschießen kann. Also wenn ihr jetzt mal bedenkt, das ist hier innen, wo ich stehen würde und ihr würdet dann hier stehen, hättet ihr früher da wunderbar rausschießen können. Jetzt könnt ihr nur noch gerade rausschießen. Also so schräg ist er gerade nicht. Das war eine scheiß Idee von mir. Deshalb glaube ich, dass ich da die inneren Klamotten wieder weghauen werde. Und dass wir dann in diese Ecken hier halt, ja, nur einfach verstärkt haben. Das heißt, wie Cobblestone-Wand außen. Das heißt, diese Ecken hier werde ich als erstes aufwerten. Mit Concrete und so. Dass wir diese Ecken auf jeden Fall fester haben. So, und das hier ist einfach nur ein ganz normales Metall, das rote Zeug. Da habe ich mir schon überlegt, das werde ich einfach abhauen irgendwann. Wisst ihr, was wir machen? Ich scrap jetzt mal eben hier schon mal ein paar. So, dann haben wir ein bisschen mehr Inventarplatz. So, so sieht's aus. Wartet mal. Mache ich das hier anders? Das wäre ja dann doof, oder? Wenn ich das... dann könnte ich hier zumindest... ja, doch, hier vorne kann ich aufwerten. Hier vorne werde ich die auf. Ich habe keinen Cobblestone mehr. Ach, das machen wir anders. Rocks, wie viel können wir machen? 151. Ja, komm, scheiß drauf. Mach einfach. So. Denn wir brauchen ja nachher auch noch ein paar zum Reparieren und so und dann geht das. So, ich habe jetzt überlegt, ich wollte das ja wegkloppen, ne? Hatte ich ja gesagt. Eigentlich will ich das auch wegkloppen. Oder? Ja doch, das kloppen wir irgendwann weg. Jetzt nicht mehr sofort, aber irgendwann. So, und ich werde jetzt erstmal hingehen, hier. Und zumindest mal eine Reihe Spikes rumsetzen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oder ob ich mich da auch doof bei anstelle. Das auch hat jetzt nichts zu bedeuten. Also ganz, ganz cool bleiben. So. Ich glaube, die Spikes reichen vorne und hinten nicht. Gut, okay. Ich habe auch ein größeres Gebäude ausgesucht. Ne? Ich hätte einfach nur so ein Mini-Gebäude nehmen können. Und dann wäre es das gewesen. Aber ich musste hier unbedingt dieses große Ding hier verkleiden. Das war ja klar. Ich hatte genügend Cobblestone, um mir was eigenes zu bauen. Ich hätte mir mitten auf der Straße einfach ein Gebäude hinsetzen können. Aber nein, ich wollte ja hier oben drauf sitzen. War ja sowas von klar. Naja, ist egal. Ich habe da schon eine Idee. Ja, wenn die darauf stehen, kriegen die keinen Schaden mehr. Klasse Idee, Run, ey. Echt eine klasse Idee.
Ja, keine Ahnung. So, ich brauche nochmal diese Pillar. Redstone Pillar 3, ne? 1, 2, 3, ja, genau. Scrap. Machen wir direkt mal hier weiter. Scrappen wir mal ganz kurz hier die Steinäxte. Zwei lasse ich mir über. Wo sind sie? Da. Echt eine blöde Idee gewesen von mir jetzt hier. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, was jetzt, kannst du hier wenigstens eine Reihe vorziehen. Aber nein, die springen ja dann hier drauf und stehen ja dann hier vor und kriegen ja keinen Schaden mehr von den Spikes. Ist ja auch nicht so, wie ich es will. Also muss ich die Reihe doch dicht machen, ey. Kurz mal, habe ich noch genug Cobblestone? Ja, 8 Stück kann ich noch aufwerten. Ja. Ich brauche auf jeden Fall, und da müssen wir gar nicht drüber reden, ich brauche auf jeden Fall noch Holz und Holz und um mir dann hier diese Spikes zu craften. Da müssen wir wirklich nicht drüber reden. So, und das hier nehme ich jetzt weg. Dann komme ich ja zwar nicht mehr direkt hoch. Aber es ist mir egal. So, 13 habe ich noch. Wenigstens eine Reihe so ein bisschen zweiseitig, zweireihig machen hier. So, habe ich denn. Ja, habe ich oben noch Holz? Fällt mir erstmal gerade ein. Da lang. Dahin. Dahin. Und dahin. Das reicht. So, ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Ja, nicht mehr gerade viel, ne? Auf, dann lassen wir 315, lassen wir mal hier. Und dann craften wir uns Spikes. 22 ist nicht viel, reicht nicht. Brauche ich dringend, oh, ich brauche auf jeden Fall Holz. Ist mir egal. Nehme ich das Holz komplett mit. Nein, das lasse ich hier für die Forge. So. Gut, die läuft auch nicht mehr lange. Das ist also auch gleich erledigt. Das bleibt hier. Das Forged Iron würde ich am liebsten auch hier lassen. Wieso habe ich hier nur noch 19 davon? Egal jetzt. Einen Bogen stelle ich mir am nächsten Tag her. Also nicht am nächsten Tag, sondern nächste Nacht. Irgendwann mal. Die habe ich nicht hier, die habe ich hier. Dachte ich zumindest, habe ich es aber nicht. Ich habe es ja doch hier. Ja, hier, genau, richtig. Auf der Seite habe ich sie. Okay, so. Ja, habe ich auch nicht mehr, ne? Boah, ich habe alles nicht mehr. Und ich muss was essen. Im Campfire habe ich es, glaube ich, ne? Kein Clay mehr drin, ey. Ich kriege die Krise. Alles verbraten. Ja gut, ich habe ja eh keinen Heilungseffekt hier. Daher spare ich mir das gerade mal. So. Komm weg damit. Die Frames packe ich hier erstmal rein. Erstmal weg. Den Cowboy-Hut brauche ich erstmal auch nicht. Zu nutze ich den Dings ab. Clay werden wir noch besorgen. Steine brauchen wir noch mal ganz kurz ein paar. Reicht dies? Die Axt reicht noch. Komm, das reicht. Gut, okay. Läuft. So, es wird nämlich langsam ein bisschen eng. So, und da meine Bäume noch nicht gewachsen sind. Die nächsten. Ich würde sagen, einfach der Straße weiter runter, ne? Die nächsten Bäume sind da hinten. Die sind mir zu klein. Nein, nicht zu klein. Ich muss das korrigieren. Wenn ich das jetzt mache, die sind mir nicht ausgewachsen genug. Ich will auch keinen Jucker pflücken jetzt. Keine Zeit für. Ich gucke vielleicht, dass ich den einen oder anderen Ressourcenstein noch abgegriffen kriege.
sowas hier am Rückweg vielleicht. Ja, super dran vorbeigeschossen, ne? Sag mal. Geht doch. So, nichts drin. Kein Beaker oder so. Egal. Wurscht. Zack, zack, zack. Keine Zeit mehr hier. So, Holz ist Holz. Wie gesagt, sorry. Auch noch ein bisschen. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Spikes erstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so wenig sind, die ich jetzt habe. Ja gut, ich meine, klar. Zu wenig Spikes für die große Fläche halt, ne? Also ich will mindestens 2 Reihen Spikes haben. Und noch ein paar Spikes vielleicht in Ersatz haben. 3 Reihen wäre mir natürlich immer noch lieber. Aber ich glaube nicht, dass wir die 3 Reihen heute hinkriegen. Weil da müssen wir echt Holz hacken ohne Ende. Wenn wir hier so ein paar Setzlinge kriegen, wäre es noch besser. So, meine Axt ist ganz. Die ist neu. Kann ich hier runterkloppen. Ausdauertechnisch sieht es auch gut aus. Ich dachte, da kommt ein Zombie angerannt. Ey, durch den Schatten, der jetzt da runterginge. Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Still. Still und heimlich erschrocken, muss ich dazu sagen. Crafte ich noch Spikes? Ja, ich crafte noch Spikes. Immerhin, ne? Wenigstens gehen sie ein bisschen schneller. Je schneller ich hier... Je weiter ich in das Crafting komme, desto schneller gehen sie. Ja, Schweinchen, das ist jetzt Glück. Komm. Die kann ich. 16. Die machen wir direkt in die Schlange danach rein. Das kann nicht schaden, ey. Kann echt nicht schaden. So, Tag 7. Heute Abend geht's los. Ich muss mal gucken, wie ich das mit den Aufnahmen mache. Grundsätzlich. Also ich denke mal, ich werde 3 Folgen, also diese jetzt und noch 2 weitere am Tage machen. Vielleicht wird die dritte Folge etwas kürzer. Aber ich will dann gucken, dass ich so pünktlich um 21.45 Uhr da irgendwie wieder zuschalte für euch. Dass wir dann oben stehen und die Horde dann da ist. So. Holz. Holz, Holz, Holz. Komm. Brav. Wie gesagt, so stelle ich es mir vor. Ich muss jetzt auch ein Stück aufnehmen, weil ich mich am Tag 7 nicht mehr ausloggen möchte. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mindestens 4, vielleicht sogar 5 Folgen vor mir, die ich jetzt aufnehme. Und das an dem Tag, wo ich eigentlich so fertig bin von der Arbeit. Aber ich muss das aufnehmen, weil ich habe nur eine Folge genommen. Und also heute ist Montag und das hier dürfte dann die Mittagsfolge sein. Ja, ja. Hier, ich habe es alles gesehen. Ich habe aber noch genügend Fleisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich Fleisch benötige. Deshalb, es ist ja schon penetrant, wie die sich aufdrängen gerade, ne? Ja, ich treffe ihn. Drüber geschossen. Ich glaub's nicht. Der hat sich doch jetzt geduckt, oder? Danke. So, hat es geschafft. Jetzt nehme ich doch noch Fleisch mit. Kann ja nicht schaden, ne? Wenn man ein bisschen Fleisch dabei hat. Dann wird man wenigstens von den Zombies gerochen hier und dann hat man... Ja, klasse. Ja, super. Hat man wenigstens immer Action hier. Ist der Hirsch jetzt weggerannt? Da ist er. Blödes Ding. Er liegt da oben. Ich weiß, dass er oben liegt. So, ich habe ja noch ein paar andere Sachen überlegt, die werde ich aber erst nach der ersten Horde machen. Ja, nein. Oh, das war echt Glück jetzt, oder? Aber kannst du mal aufhören zu rollen, du blödes Ding, bitte.
2 Wasser bekommen. So, da oben wird bestimmt der ein oder andere Baum auch noch sein. Ich hoffe es zumindest. Komm, hopp, 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 hoch hier, hoch hier. Keine Zeit. So, mein Problem. Wo ist der Hirsch? Da. Ist er nicht? Das war mal mehr oder weniger rumgeglitsche hier, oder? Mein Gott. Na ja, gut. Wenigstens noch ein bisschen Fleisch bekommen und was damit. So. Hier sind ja auch wieder Ressourcensteine und ja, 10 Fleisch und Clay müsste ich eigentlich auch nochmal mitnehmen. Gott, ey. War ich eigentlich schon? Ups. Ja, hier war ich schon. Gut. So, jetzt flott hier nochmal ein Bäumchen geschlagen. Wie sieht's aus? Spikes. Oh, da ist nicht mehr viel. 23, passt. Dann haben sie auf jeden Fall noch was in der Schlange drin. So, ich muss auch aufpassen, dass ich noch ein bisschen Holz übrig habe. Für alle Fälle, man weiß ja nie. Sollen wir umgucken? Ich habe jetzt hier vorher nicht geguckt. Keine Zeit gehabt. Direkt den Baum lokalisiert und dann direkt drauf. Könnte sein, dass hier irgendwo ein Zombie rumläuft. Ja, ja, okay. Komm, dann essen wir die direkt. Dann haben wir einen Platz mehr. So, hier sind Ressourcensteine. Wie gesagt, ich brauche noch ein paar Steine. Es dauert halt lange mit der Picke hier und. Achso, warte mal. Nee, Ende war das, ne? Genau. Jawohl. Sauber. Dreck war meine 69 aber reingehauen, ne? Damit sollte einigermaßen besser gehen. Mann, 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 das dauert. Das dauert. So, ich bin ein bisschen in Eile. Merkt man vielleicht, aber naja, gut. Okay, ich habe die letzten Male halt ein bisschen geklüngelt. Ne? Ist halt so. Dann muss man halt sich jetzt ein bisschen beeilen und hat ein bisschen Muffensausen vor der Tag 7 heute, die eigentlich relativ harmlos ist. Die sich eigentlich an den Kakteen wahrscheinlich selber kaputt macht, die da außen rum stehen bei mir. Aber man weiß es ja nicht, ne? Schon wieder. Level up. Mein Gott. Ich tue auch gerade echt alles dafür, ein Level abzukriegen, um noch schwieriger. Gucken wir, was wir den Tee hier noch mitnehmen. Um es noch schwieriger zu machen am Ende. Ich habe irgendwas gehört. Sorry. Ich habe gedacht, da wäre was gewesen, aber. Anscheinend war es Einbildung. So, was sagt denn hier die... Okay, 400, den hier noch, nehmen wir noch mit. Den Ressourcenstein hier. Und ja, die brauchen noch 4 Minuten. Das sollte so sich ausgehen. Nehme ich mal hin. Nicht damit es leiser wird, sondern damit ich ein bisschen mehr von der Umgebung sehe, weil ich muss da und runterschlagen. So. Gut. Ich habe zwar auch gesagt, ich will noch Clay mitnehmen. Kann ich aber immer noch bei mir da hinten machen. Da komme ich ja eh vorbei gleich, wenn ich hier lang laufe. Also an der Playstation, wo ich... Ach nee, ich habe ja woanders geschaufelt. Ja gut, aber ich kann da hinten immer noch hingehen. Das ist ja relativ nah zur Heimat. Dann schaue ich da noch ein bisschen. Erstmal hier noch ein paar Bäumchen fällen. Und vor allem ein paar Setzlinge mitnehmen. Und die werde ich dann definitiv woanders hinsetzen. Die werde ich hier nicht mehr in den... Oder so an die Basis setzen. Das macht keinen Sinn mehr. Das macht echt keinen Sinn mehr. Gerade wenig los hier, ne? So am Tag 7. Ist mir so aufgefallen.
kleines Vogelnest. Das nehmen wir natürlich noch mit. Federn sind immer gern gesehen, gerade jetzt. Da fällt mir gerade was ein. Nein. Wir craften jetzt erst noch ein paar Pfeile und dann machen wir das. Weil es ist eigentlich relativ, ob ich das jetzt mache oder später mache. Dann kann ich es auch jetzt machen. So, ich muss die R-Taste gedrückt halten. Ich möchte den Pfeil entladen. Dann habe ich da keine mehr drin. Jetzt scrap ich mir den Bogen und stelle mir einen neuen Bogen her. Gut. Dann machen wir es halt so. Dann gehe ich halt jetzt mehr auf Nahkampf. Ist ja auch okay. So, da oben ist noch ein Ressourcenstein. Den nehmen wir auch nochmal mit. Dauert so lange mit dem Ganzen. Wenn du Mining Tools nicht geskillt hast, ey, das dauert Ewigkeit und 3 Tage. Ja gut, wenigstens geht's hier einigermaßen schnell mit den Dingern, ey. Also nur weil die halt 600 HP haben, ne? Das ist halt die Erfolgsrate der Schnelligkeit ist halt, ich habe noch einen Baum gefällt, noch einen Baum, noch einen Baum. So ein 120er, 120er ist ja schon, 1020er Baum dauert halt länger. Gut. Es ist jetzt 7 Uhr, ne, es ist jetzt 8 Uhr. Ich würde jetzt persönlich sagen, die Folge für heute beende ich an dieser Stelle. Ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter hacken, dass ich noch ein bisschen Holz kriege. Und ja, da laufen die Spikes noch durch, das ist mir ganz gut. Und den Ressourcenstein, den werde ich auch gleich mitnehmen. Und dann nachher, also in der nächsten Folge, werden wir noch ein bisschen Clay besorgen und dann uns um die weitere Absicherung kümmern. Weil ich denke mal, wenn ich reparieren muss, werde ich mit den paar Cobblestones, die ich hier noch habe, nicht weit kommen. Daher müssten wir da eigentlich mal ein bisschen Clay schaufeln gehen. Das machen wir aber auch nachher noch. Gut, für heute ist die Folge beendet. Ich bedanke mich an dieser Stelle und sag dann nochmal bis morgen. Bis zur nächsten Folge und ich bin auf die Tag 7 heute gespannt. Mal gucken, wie es läuft. Bis dann. Tschüssi.